Vielen Dank für die Erläuterung der Aufgaben der Larimar Heilakademie. Natürlich, viele Menschen fragen sich, was ist eine Matrix? Wir wissen, dass jedes Tier seine Matrix kennt. Eine Katze hat eine bestimmte Matrix, ein Pferd hat eine andere Matrix und der Mensch in seiner Vielfalt hat auch unterschiedliche Matrix. Und natürlich, so wie die Tiere das sehen können, das können die Menschen auch tun und du kannst das. Und wie ist eine Matrix zu verstehen? Kannst du uns das erläutern? Ich versuche es mal zu erläutern, so von meinem Sichtfeld her oder von meiner Erfahrung. Was ist eine Matrix? In einer Matrix sind Informationen abgespeichert, die... Wo? Genau, die sind so abgespeichert, stell dich dir vor wie ein Netz, ja, wie ein Netz. Und man könnte sich zum Beispiel auch vorstellen wie so ein Fußballnetz, nun stellst dir kreisrund vor, ja, ein kreisrundes Netz. Und ungefähr auch die Form vielleicht von diesem Netz, vom Fußballnetz, wenn man dieses von dem Tor, dieses Netz nimmt, ja. Und eine Matrix, so wie ich sie wahrnehme, ist so, dass sie weiße Linien hat. Und diese weißen Linien dieser Matrix, wie gesagt, ist in einem Kreis aufgebaut. Und wenn man jetzt diese weißen Linien nimmt, in diesen weißen Linien sind Informationen gespeichert, das, was jedes Wesen ausmacht. Es gibt dann immer Schnittpunkte, bestimmte Stellen, worin es dann in eine nächste Ebene geht, wo die nächsten Speicherungen wieder stattfinden. Und so kann man sich das vorstellen, so ist das fortlaufend. Ja? Was ist die Matrix, was ist das überhaupt, was macht das aus? Ich glaube, das zu erklären, kann man jetzt nicht verallgemeinern. Ich kann es nur erklären, wie ich es erhalten habe, ja? Wie ich die Matrix wahrnehme. Sie ist etwas, was für mich etwas, sie hat sehr viel Lebendigkeit, also auch wie unser Leben, ja, sie ist einfach lebendig. Dies ist nicht nur einfach eine Struktur oder irgendwie eine Energiebahn und dann ist da irgendwie nur eine Bahn und das war das, sondern sie ist lebendig, sie ist beweglich und sie ist universell, das heißt, sie ist universell auch verbunden. Und daher können wir darüber auch Informationen aufnehmen und wieder ableiten. Wir können Informationen abspeichern. Es sind natürlich auch Informationen gespeichert, die wir vielleicht nicht unbedingt brauchen. Und so kann das auch mal vorkommen, dass wir Informationen abspeichern, die vielleicht gar nicht uns unbedingt betreffen, sondern eben aus bestimmten Energiefeldern, die sich gekreuzt haben, ja. Aber die wir dann mit aufgenommen haben, weil das auch eine bestimmte Wellenfrequenz hat, ja, die wir dann auch aufnehmen und auch darin abspeichern. Die Matrix finden wir natürlich wieder, wenn wir jetzt auch in die Wissenschaft gehen. Ja klar, natürlich finden wir überall Energiefelder, Strukturen, ja, wir finden Elektronen, wir finden irgendwo immer wieder eine Matrix. Aber von dieser, von der ich jetzt spreche, ist es so, dass es mir gezeigt wurde, dass es eine Matrix gibt, die eben all das beinhaltet, das, was wir sind, ja? Das, was uns ausmacht, das, was Leben ist, das, was das Geistige ist, das Spirituelle. Und selbst das kann man ja nicht in Worte fassen, weil es eben auch so tiefgehend ist. Aber sie ist sichtbar und sie ist in einem gewissen Rahmen sichtbar. Das heißt, nicht für jeden sichtbar, natürlich. Ja? Kann das nicht jeder so erkennen. Was macht denn die Matrix? Wir könnten das damit vergleichen, wenn zum Beispiel, nehmen wir mal, jemand hat eine Erkrankung und das hat ja auch bestimmte Gründe, warum auch immer es Erkrankungen gibt, gibt es ja verschiedene Gründe. Und jetzt kann es sein, dass es nur etwas Vorübergehendes ist, es kann auch etwas sein, was eben schon länger gehaftet hat. Und es kann sein, dass man etwas mit in dieses Leben mit hineingebracht hat als Krankheit oder es im Laufe des Lebens sich, sag ich mal, erworben hat. Ja? Und so etwas ist eine Information. Und diese Information ist in einer Matrix gespeichert.
Wir können eine Matrix auch so sehen, wenn wir eins von diesen Netzen, jetzt mal sagen, eine Linie uns mal unter so einen Fokus nehmen, ja, wie unter eine riesige Lupe oder Elektronenmikroskop, dann können wir sehen, dass in dieser Matrix Strukturen vorhanden sind. Und die Struktur spiegelt das wieder, das, was wir sind, das, was uns ausmacht oder was wir daraus machen. Und diese Strukturen, die darin abgespeichert sind, natürlich enthalten diese Informationen zum Beispiel, wie ich mich fühle, die enthalten Informationen, wie mein Äußeres aussieht, ja? Die enthalten aber auch noch viel mehr Informationen, das heißt, mit wem ich wo wie vernetzt bin, auch wenn man jetzt, ob man jetzt körperlich sagt oder ob man spirituell sagt, ja. Und die Matrix hat natürlich auch die Verbindung, nicht nur was mein individuelles Leben betrifft, eben auch, wie weit kann man gehen, ja, so weit, wie man sich das vorstellen kann. Ich möchte jetzt nicht jemandem sagen, wie weit es geht, das muss man sich selber überlegen oder selbst mal hineingehen oder selbst mal hineinfühlen. Wie weit geht denn so eine Matrix, ne? Ja. Das heißt, es ist ein bisschen so wie das Internet der Natur, wonach sie zum Beispiel Wahlen orientieren, Informationen abrufen, ihr Verhalten dadurch beeinflusst wird. Und in diesem Internet der Natur, der auch, nehme ich an, ähnlich der Magnetfelder ist, so wie wir das aus der Wissenschaft kennen, diese Linien, so haben wir und können wir das entwickeln, dass wir Informationen abrufen, und zwar nur die, die wir brauchen. Und das ist praktisch via treffen Entscheidungen und dann bekommen wir die Informationen, wir können die lesen oder schreiben. Und das ist, was sowieso die meisten Menschen unbewusst machen. Aber wie wichtig es ist, diese Matrix sich ein bisschen bewusster zu machen, aus der Natur ein bisschen mehr lesen können, dieses innere Gefühl, was uns die Natur gibt, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu geben. Genau. Wir können das auch so beschreiben, es macht unsere Existenz aus. Ja, so würde ich es beschreiben und genau, auf den Punkt gebracht. Ja. Mhm. Eben, das heißt, dass unsere Existenz, dass in alle Entscheidungen, auf unser Weg haben wir die Möglichkeit, leichter Entscheidungen zu treffen, leichter gesünder zu werden oder leichter in die Kunst zu entwickeln oder neue Entdeckungen zu machen. Wenn diese Matrix, diese Internet der Natur uns bewusster wird. Und das ist praktisch, was du unterrichtest. Richtig. Ja. Mhm. Und wenn man leicht, jetzt würde ich sagen, so der manche ein oder andere, der sich das jetzt anschaut, sich fragen, wie komme ich denn da leicht hin? Das Einfachste ist, wie wir leicht ankommen, ist nämlich, wir können uns alle selbst Gedanken machen. Was gibt es denn, was ich gerne mache, was mich glücklich macht und was ich gerne auch mit anderen teilen möchte. So, da habe ich die einfachste Reaktion, die einfachste Resonanz, den einfachsten Zugang, um meine eigene Matrix wahrzunehmen und sie auch zu erweitern, zu optimieren. Mhm. Schön, Dankeschön. Bitteschön.